is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Demütige Menschen verkündigen die Botschaft. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Von dieser Botschaft wird gesagt, dass sie zum ewigen Evangelium gehört. Die Aufgabe der Evangeliumsverkündigung ist nicht Engeln übertragen worden, sondern wurde Menschen anvertraut. Heilige Engel wurden eingesetzt, um dieses Werk zu leiten. Sie sind für die großen Bewegungen zur Rettung von Menschen verantwortlich. Aber die eigentliche Evangeliumsverkündigung wurde von den Dienern Christi auf der Erde durchgeführt. Zuverlässige Menschen, die dem Impuls des Geistes Gottes und den Lehren seines Wortes gehorsam waren, sollten diese Warnungsbotschaft der Welt verkündigen. Das waren die Menschen, die auf das feste prophetische Wort geachtet hatten. Auf das Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Sie hatten nach Gottes Erkenntnis mehr gestrebt als nach allen verborgenen Schätzen. Denn sie fanden es besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag besser als Gold. Und der Herr offenbarte ihnen Großes über das Gottesreich. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Nicht die gelehrten Theologen waren es, die diese Wahrheit verstanden und sich für ihre Verkündigung einsetzten. Wären sie treue Wächter gewesen, die eifrig und unter Gebet die Schriften erforschten, dann hätten sie gewusst, wie spät in der Nacht es ist. Die Weissagungen hätten ihnen über die kommenden Ereignisse Aufschluss gegeben. Aber sie übernahmen diese Aufgabe nicht, und die Botschaft wurde einfacheren Menschen gegeben. Jesus sagte: Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Menschen, die sich vom Licht abwenden, das Gott gegeben hat, wurde es versäumen, danach zu streben, solange es für sie noch in Reichweite ist, werden im Dunkel zurücklassen. Der Heiland erklärt jedoch: Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer immer von ganzem Herzen den Willen Gottes tun will und ernstlich auf das bereits geschenkte Licht achtet, wird größeres Licht erhalten. Solch einem Menschen wird ein leuchtender Stern vom Himmel gesandt, um ihn in alle Wahrheit zu leiten. The Lord is coming. Are you ready?